Hallo, ich bin Roland für Mobile Geeks und wir sind immer noch auf der CeBIT. Das ist immer noch Tag 0 und es ist nicht allzu viel los, weil die erstens alle noch aufbauen und zweitens war auch gerade der Mobile World Congress. Aber was ich gefunden habe, ist dieses leckere Samsung Series 7 Ultrabook. Das ist die Version ohne Touch, zu erkennen an dem Namen 730U3E. Ist ein tolles Teil. Das ist das Ding, was vor ein paar Monaten bei Amazon aufgetaucht ist für 799 Euro in der Version mit 4 GB Arbeitsspeicher. Aber in Deutschland kommt leider nur die Version mit 6 GB Arbeitsspeicher und die kostet dann auch gleich mal eben 999 Euro statt diesen erhofften 799. Was meiner Meinung nach sehr, sehr schade ist, aber man bekommt immer noch sehr viel dafür, denn das Gerät ist wirklich sehr, sehr ordentlich ausgestattet. Denn es hat in der deutschen Version 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB SSD Minimum, das geht allerdings auch bis 256, wird dann natürlich eine ganze Ecke teurer. Aber eine Sache ist eben, dass hier eine Radeon-Zusatzgrafikkarte von AMD drin steckt. Das ist ein 5850M-Chipsatz, der hat 1 GB zusätzlichen eigenen Speicher. Belastet also den Arbeitsspeicher nicht und wir haben hier einen Core i5, das ist der 3537, der geht von 2 GHz bis 3,1 GHz hoch, das ist also eine ziemliche Kraftpaket und es gibt noch eine i7-Version, aber die kostet dann natürlich auch entsprechend. Das ganze Gerät ist, soweit ich sehen kann, Aluminium, untenrum fühlt es sich jetzt ein bisschen nicht so an, aber ich glaube schon, dass das Alu ist. 13,3 Zoll Display, Full-HD-Auflösung, deswegen ja so toll. Und es hat ein relativ mattes Display. Also es spiegelt schon ein kleines wenig, aber es ist eben schon beschichtet. Wird also auch als matt vermarktet. Man braucht noch nicht mal unbedingt den Touchscreen, weil dieses Trackpad durchaus so gut ist, dass man damit ganz bequem von den Seiten wischen kann, um die Gesten auszuführen, die bei Windows 8 zum Beispiel üblich sind. Was gibt es noch zu sagen? Da ist eine ziemlich fette Batterie drin, die soll bis zu knappen 8 Stunden aushalten. Sind, glaube ich, 44 Wattstunden war die Ansage. 6100 mAh sind das. Und wir gucken mal ganz schnell rum. Da haben wir hier hinten den Kensington Lock. Daneben einen normalen USB-Port. Noch einen normalen USB-Port. Das hier ist übrigens irgendeine komische Sicherung von Samsung. Ein vollwertiger SD-Kartenleser, den gibt es bei manchen Ultrabooks ja nicht mehr. Und wie man sieht, auch relativ dünn. Die ganze Sache wiegt übrigens 1,65 Kilo. Müsste in der Version ohne Touchscreen sogar noch ein bisschen leichter sein. Hier vorne haben wir das erwähnte Trackpad mit den integrierten Maustasten. Funktioniert auch ganz gut. Die Tastatur ist eigentlich ganz ordentlich, aber nicht so gut wie bei der Series 7. Aber die kann sowieso keiner bezahlen. Hier drüben haben wir einen relativ kleinen Shift-Button. Aber da kann man sich auch dran gewöhnen, machen wir es so. Ich persönlich benutze nur die linke Shift-Taste, von daher würde mich das vielleicht ein bisschen stören. Gehen wir mal weiter auf die linke Seite, da haben wir den DisplayPort und weiter geht's mit einem Kopfhöreranschluss. Das ist der USB 3.0-Port, davon gibt es anscheinend nur einen. Ein HDMI-Anschluss von voller Größe und einen ganz normalen Ethernet-Port hier hinten. Und dazu kommt noch der Stromanschluss, das war's. Ja, öffnen kann man das Gerät leider nicht, wie üblich heutzutage bei so vielen Ultrabooks. Hier oben sehen wir die Lautsprecher, die blasen also in Richtung des Bodens. Und an sich ein ziemlich ordentliches Produkt und ich hoffe sehr, dass er bald billiger wird, denn dieses Gerät hätte ich schon selber gerne. Bis dann!